Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Auf jeden Fall, ich stehe gerade in meinem Zimmer und Leute, es sieht so schlimm aus. Ich möchte nämlich so ein bisschen Room-Transformation machen. Sehr viel wird auch einfach aufräumen sein, aber ich habe auch ein paar neue Dekorationssachen. Zum Beispiel meine Lichterkette, die ist einfach schon seit 2 Wochen jetzt kaputt. Das regt mich so auf. Ich zeige euch mal ein kurzes Vorher von meinem Zimmer. Also hier kommt man ja rein. Hier fängt schon die Katastrophe an, Leute. Es ist so unfassbar unordentlich. Mein Schminktisch, dann hier hinten. Das ist doch nicht mehr normal. Ihr wollt nicht wissen, wie dreckig es da hinten ist, ne? Es ist so schlimm. Auf jeden Fall mein Bett. Keine Ahnung, müssen wir nicht drüber reden. Und da hinten, ja, liegt auch so viel komisches Zeug. Und ich bin so froh, dass ich endlich mal meine Lichterkette abmachen kann, weil die ist einfach so räudig und kaputt, ne? Also die geht auch gar nicht mehr an, weil da hinten irgendwas kaputt gegangen ist. So, ja, meine Lampe ist auch kaputt. Und diese Ecke hier, Leute, müssen wir auch mal neu machen, weil es ist so hässlich. Aber ich würde sagen, das allererste, womit wir anfangen, ist, mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen und damit ein Bett. Oh mein Gott, Leute, da fällt mir ein, ich wollte eh mein Bettzeug mal wechseln. Das mache ich einfach jetzt. Ich hole neues Bettzeug. Okay, ich habe jetzt neues Bettzeug geholt. Und das muss ich jetzt alles abmachen. Aber währenddessen werde ich auch Musik hören. Wenn ich mich für eine Sache schäme, dann ist das mein Bettzeug, ne? Weil ich wechsle es gefühlt nie. Ich glaube, man soll es eigentlich so einmal im Monat wechseln. Eventuell habe ich das die letzten 3 Monate nicht gemacht, aber das ignorieren wir einfach mal kurz. Auf jeden Fall. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen sehr gefailt. Also ich musste nochmal runterlaufen, um dieses komische Laken zu holen, weil ich hatte zuerst eins geholt gehabt, was gar nicht gepasst hat. Dann habe ich angefangen, meine ganzen Sachen zu beziehen. Nennt man das so? Ja, ich hoffe. Genau. Ich habe diesmal rosane Kissen genommen. Ich finde irgendwie, die sehen noch viel süßer in meinem Zimmer aus. Generell, Leute, ich will versuchen, so viele Sachen in meinem Zimmer wie möglich rosa zu machen. Oh, da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ach so, ja, ich wollte da noch diese Unterlegdings. Ach, ich kann nicht reden. Warum mache ich überhaupt ein Voice-Over? Oh mein Gott, das hat gerade so lange gedauert. Ich musste mich alles nochmal abziehen und neu ziehen, weil ich dann irgendwelche Fehler auch gemacht habe. Ist auch egal, ich bin fertig. Okay, als nächstes versuche ich diesen Boden hier ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Ich weiß ja, dass das alles Wäsche ist gerade. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, dass mein Boden so dreckig geworden ist, weil normalerweise räume ich ja relativ oft auf. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe sogar extra die letzten Tage nicht aufgeräumt, damit ich mit euch diese Room Transformation machen kann, damit es halt irgendwie ästhetischer aussieht, weil wenn nicht so viel auf dem Boden liegt, dann wäre es auch ein bisschen unnötig. Als nächstes kommt direkt mein Schminktisch. Da war jetzt nicht so viel drauf, weil ich kurz bevor ich das Video angefangen habe, mich geschminkt hatte. Aber im Laufe des Videos werden wir nochmal meine ganze Schublade, seht ihr die gerade? Die ist so vollgepackt und kein bisschen sortiert gefühlt. Das werden wir ändern, damit es irgendwie mal auch schöner aussieht. Und Leute, davor hat es mir die ganze Zeit gekraut, weil das ist da schon seit mehreren Wochen. Warum auch immer hier so eine random Decke herumliegt, ich weiß es nicht. Ein Bademantel, hä? Zu meiner Verteidigung, das waren halt alles Sachen, die ich bestellt hatte, weil ich damit eine Kooperation hatte und ich habe die Sachen nie wirklich eingeräumt, sondern einfach nur daneben gelegt, weil ich auch einfach zu faul war. Es tut mir leid, Leute, ja. Aber es war so viel zu waschen und ich hasse Waschen und ich weiß auch gar nicht, warum ich mich gerade übers Waschen beschwere, weil ich wasche nicht mal selber. Das macht unsere Putzfrau immer für mich oder meine Mutter. Ich habe einfach richtig random Hausschuhe gefunden. Ich wusste nicht mal, dass ich sowas besitze, Leute. Also Leute, falls ihr dachtet, ihr habt irgendwie ein Problem mit dreckiger Wäsche, ich bin noch mal ein ganzes Stück schlimmer. Ich werde das versuchen, alles in diesen Korb reinzubringen, um dann runterzubringen. Bei ein paar Sachen war doch das Etikett dran, deswegen musste ich das kurz abmachen. Und Leute, wenn ihr neue Sachen kauft, bitte wascht sie einmal. Ne? Das ist so ungesund, wenn man die direkt trägt. Okay, und das bringe ich jetzt runter. Oh mein Gott, das ist schwer. Ich habe ja bereits gesagt, dass meine Lichterkette kaputt ist und dass ich eine neue habe. Und die ist auch hier. Ich hoffe nur so sehr, sie ist lang genug. Ich habe extra eine sehr lange bestellt. Die war auch sehr günstig, deswegen hoffe ich, habe ich nicht irgendeinen Mist bestellt. Oh, okay, aber die sieht sehr lang aus. Beten wir einfach mal. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, die hier abzureißen. Okay, alles abgerissen. Und jetzt fange ich an, eine neue aufzukleben. Diese Lichterkette aufzukleben hat tatsächlich viel länger gedauert, als ich dachte. Es war so nervig.
Ja, auf jeden Fall, ich muss darauf achten, dass ich das Ganze sauber mache. Und vor allem, ich habe eine falsche bestellt gehabt, weil der Abstand zwischen den einzelnen Lichtern war viel zu groß und es hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Aber ich hatte auch keinen Bock, das wieder zurückzuschicken und mir ein neues zu kaufen. Und ich hatte ja schon angefangen, das Ganze zu benutzen. Wäre sowieso nicht gegangen. Genau, deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, das Ganze doppelt zu machen, weil die war relativ lang. Ich erkläre euch auch gleich, wie ich das Ganze gemeint habe. Und während ich diese Lichterkette aufgeklebt habe, musste ich ja dauernd auf irgendwelche Gegenstände steigen. Ey, ich hatte so oft Angst, dass ich einfach runterfalle, weil zum Beispiel dieser Stuhl, das ist ja so ein Drehstuhl, der hat sich dauernd bewegt. Oder auch mein Tisch, der ist eigentlich locker, ne? Der hat sich auch dann dauernd bewegt, also richtig nervig. Ich weiß nicht, warum ich davon ausgegangen bin, dass das nur kurz dauert. Ich dachte so maximal 5 Minuten oder so. Leute, ich saß daran einfach 40 Minuten. Was? Wieso? Ich verstehe auch nicht. Das ist einfach nur aufkleben. Da habe ich dann halt gemerkt, dass das Ganze lang genug ist. Deswegen habe ich das Ganze nochmal zurückgeklebt. Also ich habe einfach so eine doppelte Spur gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe. Ach so, ja, und mich triggert die ganze Zeit, dass man meine Unterhose so von hinten sieht. Das ignorieren wir einfach mal. Ja, wir tun einfach, als wäre das absichtlich und ich hätte das wegen Style gemacht, weil ich werde ganz sicher nicht anfangen, das Ganze neu zu filmen, nur weil mich diese Unterhose da stört. Da musste ich wieder zurück auf den Tisch und ihr kennt doch meine Wand, wo ganz viele Bilder aufgeklebt sind, die man hier gerade auch sieht. Ich bin am Überlegen, ob ich die ändern soll, weil ich habe die jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren und es wäre doch cool, wenn ich da mal andere Bilder hinhängen würde, oder? Oder habt ihr irgendeine andere coole Idee dafür? Also das werde ich jetzt in diesem Video nicht machen. Aber wenn ich nächstes Mal ein Room Makeover Video mache, vielleicht kann ich ja dann auch diese Wand da verändern. Also schreibt mir gerne irgendwelche Ideen in die Kommentare oder schickt mir irgendwelche Inspos auf Instagram. Ich würde mich richtig freuen. Oh mein Gott, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das gerade für mich war. Wir schauen jetzt, ob es funktioniert hat und ja! Oh mein Gott, oh, es war so anstrengend. Ich zeige euch das mal richtig mit einer anderen Farbe, blau ist schöner. Also da fängt das Ganze an und hier, da habe ich es dann halt doppelt gemacht. Deswegen musste ich einmal hin und zurücklegen. So sieht das Ganze aus. Es ist jetzt halt nicht super clean, weil wie man sehen kann, es sind 2 Reihen. Ich bin ganz ehrlich, Leute, das ist bereits der nächste Tag. Es tut mir leid, ich hatte gestern einfach keinen Bock mehr auf jeden Fall. Das hier ist mein Outfit für heute. Ich habe noch so Kniestrümpfe. Ey, ich finde das so süß, ne? Und wir machen jetzt damit weiter, meinen Schminktisch ein bisschen schöner zu dekorieren. Ich hoffe, ich kriege das auch hin. Weil der sieht im Moment so aus und ich finde das halt alles andere als schön. Es sieht so basic aus. Was ich habe, ist einmal das hier. Da können wir irgendwelche coolen Sachen reinfüllen. Und es ist so schön rosa. Aua! Oh mein Gott. Und ich habe diese, kennt ihr die, wo man hier so Creme rausdrücken kann? Ich weiß, ich habe sowas eigentlich schon einmal, aber es ist so kaputt gegangen. Deswegen habe ich ein neues besorgt und das ist ein bisschen größer. Und ich habe neue Make-up-Produkte, die ich einsortieren muss. Und ich weiß bis heute, um ehrlich zu sein, nicht, was das ist, aber da machen wir einfach meine Pinsel rein, weil es sieht schön aus. In das eine Fach machen wir jetzt Wattepads rein. Nicht Wattepads, wie nennt man die? Wattestäbchen, ah. In dieses Fach, ach nee, Wattepads machen wir hier rein. Und in dieses mittlere Fach hier mache ich diese Wattepads rein. Das sind besondere aus Korea, weil die sind so hauchdünn. Oh mein Gott, das sieht so satisfying aus. Seht ihr das? Ey, ich finde das so unfassbar schön. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht, was ich da rein tun soll. Ich weiß auch nicht, wo ich das hinstellen soll, weil hier ist gar kein Platz mehr. Ich glaube, ich werde das da entfernen, weil es sieht eh hässlich aus. Diese komische Kiste zu entfernen war eine echt gute Entscheidung, weil dadurch sah es einfach viel besser aus. Und wundert euch nicht, warum ich da die ganze Zeit im Reden bin. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt doch ein Voiceover drüber zu machen. Jetzt muss ich nur noch diese Make-up-Sachen hier einsortieren. Bin ganz ehrlich, diese beiden Lippenstifte hasse ich über alles. Ich weiß gar nicht, warum ich sie da habe. Stattdessen mache ich die hier rein. Schaut mal, wie süß die sind. Obwohl, nein, die müssen nach hinten. Viel besser. Die hier tue ich einfach so. Ah, Lipglossen. Ja, hier sieht es nicht ordentlich aus. Egal. Das hier ist ein Eyeliner. Der kommt hier mit da rein. Das ist ein Contour-Stick. Der kommt hier hin. Dieser Stift kommt da rein. Jetzt werden wir dieses Ding hier bringen. Okay, also man kann das Ganze hier aufschrauben. Das sieht dann so aus. Da tun wir jetzt die Creme rein. Ich benutze immer die von CeraVe. Nimm das einfach mit diesem Maskepinsel hier raus und mach das Ganze hier rein. Boah, da passt richtig viel rein. Krass. Oh, ich glaube, ich habe zu viel reingemacht. Jetzt, Leute, wenn ihr da drauf drückt, dann kommt da Creme raus. Yay! Okay, Leute, es tut mir leid. Eventuell war das wieder der nächste Tag oder es war am Abend. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlafanzug an und sehe aus, als wäre ich gerade aufgestanden oder gehe gleich ins Bett. Das weiß ich schon nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe mich dazu entschlossen, noch ein paar andere Sachen in meinem Zimmer zu verändern. Und falls ihr euch dachtet, dieses Video ist krass gut durchplant, nein, es ist nicht. Ich mache hier irgendwelche Sachen die ganze Zeit spontan. Eigentlich wollte ich einfach nur diesen Schminktisch da entfernen. Und ja, ich hatte neben einem Schminktisch nochmal einen anderen Schminktisch stehen, den ich nie benutzt habe. Deswegen dachte ich, der kann auch einfach raus. Und dann ist mir aufgefallen, dass da so viel Mist dahinter liegt. Und ich habe so
viele Ringlampen, die ich nie benutze. Warum nicht? Ich bin immer zu faul, die anzumachen, wenn ich Videos drehe. Auf jeden Fall musste ich da auch kurz staubsaugen, weil es so ekelhaft dreckig war. Und dann konnte ich auch schon meine Kommode da reinschieben. Und falls ihr euch fragt, warum es die ganze Zeit spiegelverkehrt ist, beziehungsweise es ändert, es tut mir leid, ich bin einfach schlecht im Schneiden, okay? Ich finde, mit diesem Schrank sieht es erstens viel cleaner aus und zweitens, da passen einfach viel mehr Sachen rein, ne? Ich habe euch ja davor meine Schminkkommode gezeigt, dass die komplett überfüllt war. Ja, das wird jetzt auch als Schminkschrank mitbenutzt. In die oberste Schublade habe ich solche Organizer reingemacht, also einfach nur, dass ich da irgendwelche Sachen halt reinplatzieren konnte, halt das Make-up. Und falls ihr euch fragt, woher ich plötzlich diese Kommode hatte, weil ich sie nicht mal ausräumen musste, ich habe sie von meiner Schwester gestohlen, aber das sagen wir ihr nicht, okay? Dann habe ich mich dazu entschlossen, da meine Masken reinzuräumen. Die waren davor in einem anderen Fach, welches ich leer haben wollte, damit ich da mehr Klamotten reinmachen kann. Die Masken habe ich dann aber im Endeffekt doch woanders reingeräumt, deswegen wundert euch da nicht. Und falls ihr mich fragt, warum ich so viele Masken besitze, erstens, keine Ahnung, zweitens sehe ich, werde die nie alle benutzen, deswegen bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ich damit machen soll. Und die meisten sind tatsächlich von euch, weshalb ich auch sehr dankbar bin, aber es sind halt manchmal ein bisschen zu viele Masken, ne? Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Auf jeden Fall, in die andere Schublade habe ich dann angefangen, meine ganzen Scrunchies reinzumachen und meine anderen Haarprodukte. Und dann dachte ich, ich kann auch mal anfangen, die wieder zu sortieren. Es hat dann aber sehr lang gedauert, weil ich habe so viele Kisten mit irgendwelchem Haarzeug und es liegt halt einfach daran, immer wenn ich meine Haare mache, dann schmeiße ich die ganzen Sachen einfach in irgendeine Kiste zurück. Aber ich dachte so, nein, komm Dani, diesmal sortieren wir das Ganze damit, wenn ich meine Haare mache, ich erstens auch mehr Motivation habe, es mehr ästhetisch aussieht und drittens ich vielleicht auch mal die Sachen finde, weil ich habe so viele schöne Spangen, ne, und ich benutze die nie, weil ich sie nicht finde. Und ich weiß bei den meisten auch gar nicht, ob ich sie überhaupt besitze oder nicht. Und falls ihr mich jetzt fragt, warum so viele Produkte auf meinem Tisch stehen, ich habe diese ganzen Kisten ausgeräumt und dann gemerkt, dass ich da auch ganz viele Produkte stehen habe, die eigentlich ins Bad gehören, deswegen habe ich die da erstmal reingemacht. Ich habe das Bad nicht sortiert, ich habe es einfach irgendwo dazugestellt, sollte ich vielleicht auch mal irgendwann machen, aber nicht in diesem Video, weil sonst wird das eindeutig zu lang. Obwohl, nee, wartet, ich glaube, ich habe das später gemacht. Egal, ihr seht das am Ende des Videos. Und was ich gerade da ausräume, ist der Schminktisch, den ich neben meinem Schminktisch stehen hatte, der halt einfach unnötig ist, weil der hat auch so wenig Stauraum und ich habe den halt wirklich nur für Stauraum für mein Make-up verwendet. Deswegen konnte der auch weg, den habe ich einfach in das Zimmer von meiner Schwester gestellt, weil das ist direkt gegenüber von mir. Also von meiner großen Schwester, die schon längst ausgezogen ist. Hier, diese hässlichen beiden Sachen da, die müssen abgemacht werden. Und stattdessen werde ich diese koreanischen Zertifikate da aufhängen, weil die sehen einfach viel schöner aus. Ich hoffe, ich mach nicht die Wand mit ab oder so. Da ich anders nicht drauf komme, werde ich mich auf diesen Hocker stellen. Diese einzelnen Urkunden aufzuhängen hat auch wieder so lang gedauert. Und falls ihr euch fragt, hey Dani, warum zum Teufel willst du da jetzt so koreanische Urkunden aufkleben? Leute, es gibt keinen Grund dafür, okay? Ich will das einfach so machen. Die sind Gold. Ich fand, das sah schön aus. Und es sieht auch so aus, als wären das irgendwelche krassen Zertifikate oder Urkunden oder so, ne? Das sind einfach nur meine koreanischen Zeugnisse. Da steht einfach drauf, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe. Aber kann ja niemand lesen, weil es auf koreanisch ist. Also dachte ich mir so, ja Mann, checkt ja eh niemand. Okay, so sieht das Ganze jetzt hier oben aus. Man erkennt es nicht so richtig. Übrigens habe ich hier auch noch ein Bild von mir hängen, das ich mal selber gezeichnet habe. Ein Flugzeug. Dieses Bild finde ich gar nicht so schön, deswegen werde ich das einfach abhängen. Aber das hier möchte ich woanders hinhängen. Ich hoffe nur, ich mache das nicht kaputt, wenn ich das abmache. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Angst ich hatte, als ich das Ganze da so abgeklebt habe, weil ich Angst hatte, einfach so das komplette Bild abzureißen oder so. Ich weiß auch nicht, warum das an meiner Tür hängt von außen. Ich kann diese eigenen Bilder nicht mal sehen. Übrigens, das waren beides Bilder, die ich für den Kunstunterricht gezeichnet hatte. Oh mein Gott, eins schon mal geschafft. Das zweite lasse ich da hängen, weil ich zu faul bin, das abzumachen. Und jetzt versuche ich ganz vorsichtig, diese Klebereste zu entfernen, ohne das Bild so viel kaputt zu machen. Ja, also kaputt gemacht habe ich das Ganze leider schon, aber nicht so viel, deswegen war es in Ordnung. Und ich habe dann überlegt, ob es vielleicht gut funktioniert mit der Schere. An ein paar Stellen hat das tatsächlich funktioniert, an manchen auch wieder nicht, da musste ich es halt abreißen. So, ein bisschen kaputt gegangen ist das Bild leider schon. Hier sieht man es auch, an der Ecke auch, aber egal, ich klebe es jetzt auf. Und hierhin werde ich es genau so kleben. Ich bin ganz ehrlich, Leute, so schön sieht das Ganze doch nicht aus. Ich werde das irgendwann mal wieder abhängen, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Es sieht auf jeden Fall besser aus als davor, weil davor fand ich es richtig hässlich. Und so sieht das Ganze jetzt mit dem Flugzeug aus. Das habe ich irgendwann mal in der Schule gemalt. Nur leider ist dieses Tesafilm an der Seite jetzt richtig dreckig. Das regt mich auf, weil als ich das aufgeklebt habe, bin ich halt hier drüber gewischt und jetzt sind meine Finger auch dreckig. Ist halt mit Bleistift gezeichnet.
Wie ich davor bereits erwähnt hatte, meinte ich ja, dass ich mein Bart noch aufräumen werde. Und das sah wirklich schlimm aus. Ich glaube, mein Bart hat mit Abstand tatsächlich am längsten gedauert. Ich habe nur versucht, das Ganze so kurz wie möglich zu schneiden. Man sieht, wie unfassbar räudig das hier alles aussah. Das war meine Skincare-Vitrine, Schrank, wie man es auch immer nennt. Ich habe auf jeden Fall angefangen, das Ganze so schön zu sortieren. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, ein paar dieser Flaschen waren einfach leer. Also da war nicht mal was mehr drinnen. Aber ich hatte halt jetzt nicht die Nerven dafür, das Produkt nachzukaufen und da zu platzieren. Deswegen steht da jetzt einfach die alte Dose, okay? Kommt bitte darauf klar. Auf jeden Fall. Ich habe dann auch angefangen, meine ganzen Kontaktlinsendöschen auszuwaschen. Sowas dauert leider immer sehr lange und hier seht ihr das Ergebnis. Ich fand, es sah so schön satisfying aus. Oh mein Gott. Ich fühle mich bei sowas auch immer viel wohler, wenn es einfach schön aussieht. So. Dann kommt mein Schrank, der sieht noch viel schlimmer aus. Normalerweise zeige ich ihn nicht mal gerne in Videos, aber das ist hier ein besonderes Video, okay? Deswegen zeige ich euch das mal. Ja, ein paar dieser Kästen sind einfach so verfärbt und ekelhaft und da oben waren halt diese ganzen Produkte, die ich davor einfach da reingeschmissen habe für meine Haare. Ich musste erstmal alles ausräumen, selbst das Ausräumen hat lang gedauert, ne? Und dann habe ich erstmal diese ganzen Böden da gewischt, weil die so ekelhaft waren und da war so viel Zeug verklebt. Ich musste da richtig oft drüber gehen mit verschiedenen Waschlappen und irgendwelchen Mitteln. Leute, wenn ich mal ausziehe, ich werde halt null darauf klarkommen, ne, weil ich einfach so schlecht im Putzen bin und Aufräumen. Ihr versteht, nein, ich glaube, ihr könnt das wirklich nicht nachvollziehen. Der Grund, warum ich so oft Aufräumvideos mache, ist einfach nur, weil ich es nicht hinbekomme, mein Zimmer aufzuräumen, bis es dann richtig schlimm aussieht und man alles auf einmal machen muss. So sollte es ja eigentlich nicht sein. Man sollte ja eigentlich jeden Tag mal sein Zimmer ein bisschen aufräumen. Bekomme ich aber nicht hin. Ich besitze eventuell auch viel zu viele Haarbänder, deswegen habe ich die aussortiert und alles schön wieder eingeräumt. Man sollte sie vielleicht auch mal irgendwann wieder waschen. Das habe ich jetzt in diesem Video nicht gemacht. Vielleicht kommt das im nächsten Video, wahrscheinlich aber eher nicht. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich das alles schön platziert. Ich finde die einfach so süß, auch wenn ich immer gefühlt nur dasselbe verwende, dann habe ich das wieder zurück eingeräumt. Und ich habe einfach generell geschaut, wie ich das Ganze so platzieren soll, weil ich es halt auch einfach ein bisschen neu und schöner haben wollte. Meine ganzen Düfte und Deos habe ich dann auch da angereiht. Das vordere Parfum ist, um ehrlich zu sein, auch wieder leer. Warum ich das da reinstelle? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall wieder Neues gekauft und es dann platziert. Und irgendwann bin ich dann auch endlich fertig geworden. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich in diesem Moment war, weil es so anstrengend war und endlich alles clean aussah. Oh wow, was für eine Überraschung. Ich habe mal wieder vergessen, ein Outro zu drehen. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch dieses Video bis zu diesem Punkt angeschaut habt. Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden. Ich habe wohl nie weiter gefilmt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich möchte öfters diese Room Makeover Videos machen, weil ich will noch sehr viel mehr an meinem Zimmer verändern. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!